Attacke! Oh, Bolzen, das ist gut. Komm, gib mir mehr Bolzen. Wurfbeile, naja. Okay. Folgt mir. Jetzt hat sie ein paar mehr Bolzen wieder. Und wir haben wieder Gift, das weggemacht werden muss. Okay, die ist bis zur Unkenntlichkeit verbittert. Die Grabinschrift kann man lesen hingegen. Zur Arm sich eine Mahlzeit zu kaufen, zur Töricht sich eine zu suchen, so wehte er einen eitrigen Krötenschimmel als Totengericht. In der Hoffnung, Bohorn serviere ihn ein besseres Mahl. Oh. Gute Entscheidung. Wird gemacht. In Ordnung. Oh, und auch diese Gruft ist offen, weil da gerade die Untoten alle rausgeströmt sind. Ja, ist klar. Bedeutet das, die Gruft ist jetzt leer oder bedeutet das, sie ist noch überfüllt? Nein, das bedeutet, es ist alles Mögliche hier drin. Das bin ich. Jetzt. Ein Zwerg, ein Wort. Amazone vor. Na gut, das war jetzt keine schwere Gruft zum Glück. Ich mach das. Lass das mal Vorgrim machen. Gute Entscheidung. Ein paar blutige Pfeile. Oh, jede Menge Särge hier zum Plündern. Holzfass hier. Und Einbeersaft. Ja, der nehme ich gerne mit. Auch wenn ich nicht wissen will, wie alt der ist, wenn er da in einer Gruft, in einem Fass liegt. Wieder Bronze, Arm- und Beinschienen. Alle mal hergehört. Ja. Wenn ich die anlegen würde, wäre ich bei viel zu viel Belastung. Lass das mal Vorgrim machen. Alle mal hergehört. Ja.
Sind wenigstens Erfahrungspunkte. Zimfiguren. Oh, jetzt haben wir zwei geweckt. Das bin ich, Arquart. Alle mal hergehört. Lass das mal vor. Bei meiner Axt. Und ja, ich nehme halt einfach gerade mit, was ich kriegen kann. Einfach weil wir können es mitschleppen. Ja, auch wenn ich jetzt mittlerweile ziemlich voll bin. Was Zeug angeht. Meint ihr? Mal sehen, ob ich mit Zimfiguren was anstellen kann. Das heißt, die Gruft haben wir auch erledigt. Jetzt rüber zur anderen, das Bellmatt und das Würselkraut da einsammeln. Alle mal hergehört. Schon geschehen. So, dann. Das bin ich. Machen wir mal Sesam, öffne dich. Ach, eine Horde hiervon. Okay. Hey, na klar. Arquartus. Gute Entscheidung. Lass das mal vor. Hey, meine Macht. Jetzt wird's ernst. Oh. Korax.
Arme voraus. Gladys hat leider Umwand gekriegt. Ja, wir haben im Augenblick keine Ausdauer mehr, um irgendwas viel zu machen. Ich nehme diese Helge an. Ja, Pfeile finde ich gut. Bolzen finde ich noch besser. Altar, Holzfässer und halt das Hauptding. Ein Schwert, ein Wort. Und eine Schlingenfalle, okay. Okay, den können wir nicht mal öffnen. Den Sarkophag können wir nicht öffnen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Krypten uns angeguckt, die wir angucken konnten. Da sind halt noch Altäre. Das heißt, wir können theoretisch hier rum und hier hoch. Keiner ist jetzt wirklich überladen. Sie hat nur jetzt jede Menge Zeug. Okay. Knack das mal, Gladys. Mach ich. Ich versuche mein Bestes. Ja. Hier rum und dann nach Nord weg. So, und hier sah es voll mit Untoten und Skeletten. Und natürlich sind da die Ruinen. Also wir können da hinten gerade so die beiden Gruften erkennen, wo wir gerade waren. Können hier Untote ausmachen und alles Mögliche. Ja. Dann würde ich sagen, wir speichern erstmal hier wieder. Das ist jetzt Let's Play 12. Speichern. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut und gehen dann
beim nächsten Mal in diese Ruinen rein. Also, bis gleich.